Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute möchte ich Ihnen die Filteranlage vorstellen, die Jürgen Kirchner von Wasser und Garten an diesem absoluten Traumteich, der sogar mich zum Verstummen, zumindest teilweise zum Verstummen gebracht hat, gebaut hat. Und es ist eine klassische Filteranlage, so wie wir irgendwann mal vor 10, 15 Jahren begonnen haben, nachdem man sich ein bisschen von der traditionellen Filtertechnik verabschiedet hat, weil es vielen Leuten zu Pflege zu reinigungsintensiv war, vielleicht auch selbstverschuldet, weil man manche Filtermaterialien wie die Bürsten falsch eingebracht hat und das einfach dazu geführt hat, dass manche Teiche, insbesondere wenn dann auch Algen da waren, dass man die Teiche zwei, dreimal in der Woche bzw. die Filter hat putzen müssen. So, dann ist man übergegangen und hat gesagt, man macht erstmal eine Zulaufkammer, wo alle Bodenabläufe, Skimmer ankommen, dann macht man einen Trommelfilter, um einfach mal den groben Schmutz rauszubekommen, geht danach durch einen möglichst großen Biofilter, um danach in der Pumpenkammer das Wasser wieder von der Pumpenkammer aus das Wasser wieder zurück zum Teich zu befördern. In der Pumpenkammer, das war dann immer, ich habe es immer Klarwasserkammer genannt, war immer sehr praktisch, da hat man alles Mögliche unterbringen können, auch noch irgendwie einen Wärmetauscher, man hat hier auch, man hat Sonden, wenn man irgendwelche Teichüberwachung hatte, das hat man alles unterbringen können, man hat UV-Lampen unterbringen können, einfach wenn das Wasser einmal biologisch und mechanisch gereinigt war, dass man dem Ganzen dann den Feinschliff gegeben hat, bevor es dann wieder in den Teich zurückging. Ich zeige es Ihnen nachher gleich, der Teich ist ja sehr lang und sehr schmal, das heißt strömungstechnisch eigentlich der Albtraum und nicht nur strömungstechnisch, sondern auch von einem ganz anderen Belang, was die Skimmer angeht. Und das können Sie aus dem Block mitnehmen. Wenn Sie einen langen, schmalen Teich haben, brauchen Sie alle paar Meter ein Skimmer. Jürgen Kirchner ist erfahren, ein alter Hase im Geschäft, der weiß das und er hat dem Teich drei Skimmer verpasst. Wenn er das nicht machen würde, hätte er immer in einem oder vielleicht auch in zwei Bereichen, hätte er, wenn jetzt Pollenflug oder Laub oder sonst irgendwas ist, hätte er immer Bereiche, die schmutzig sind und andere Bereiche, die sauber sind. Ich habe einen anderen Teich, der hat eine Doppel-8, nicht eine Doppel-8, eine 8 mit zwei gegenläufigen Kreisströmungen. Der hat sich nur ein Skimmer eingebaut. Ich war jung und ich wollte den Auftrag trotzdem machen. Ich habe es ihm empfohlen. Und da musste ich letzt schmunzeln, als ich hingegangen bin. Der eine Teil war picobello sauber und der andere Teil war also richtig mit in der Blüte, also in der Pollenzeit, war richtig voll mit Schmutz. Hat auf der anderen Seite wieder den Vorteil, dass wenn man füttert, kann man in dem Bereich, wo der Skimmer nicht so gut arbeitet, kann man füttern, ohne den Ding abzuziehen. Aber merken Sie sich einfach, ein langer, schmaler Teich braucht alle paar Meter, ich zeige es Ihnen nachher, die sind jetzt gerade hochgekommen, weil die Anlage ausgeschaltet ist, weil der Trommelfilter offen ist, braucht alle paar Meter einen Skimmer. Dann braucht man auch eine entweder Strömungspumpe oder eine übermäßig starke Umwälzleistung, um so einen Teich so zu durchfluten, dass der Schmutz auch tatsächlich wegkommt. Hier haben wir weder die Strömungspumpe, noch haben wir eine übermäßig starke Umwälzung, dazu gleich mehr. Hier wird ein Problem eigentlich durch einen eher dünnen Besatz vorgebeugt. Also hier haben wir jetzt auf 60.000 Liter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 große Fische, also pro 3 Kubik ein Fisch. Und das sind dann immer Teiche, wo ich sage, die funktionieren von der biologischen Wasseraufbereitung, vom Schmutzaufkommen, von allem, auch dann noch, wenn es nicht absolut perfekt ist. Würde man aber in den Teich jetzt nochmal, keine Ahnung, 20 Fische dazu packen, könnte man machen, zum Beispiel auch über unser Auktionshaus, dann wäre es irgendwann wahrscheinlich grenzwertig. Dann würde man so den einen oder anderen Fehler oder auf den einen oder anderen Missstand aufmerksam werden, der heute noch nicht offensichtlich ist. Aber auch da kann ich Ihnen sagen, das ist jetzt keine Kritik am Erbauer, am Planer, an sonst wem, sondern einfach nur aus der Erfahrung. Meine Teiche hatten auch alle irgendwann mal die ein oder andere Schwäche gezeigt, wo ich dann entweder nachgebessert habe oder die Kunden dahingehend beruhigt habe, dass ich ihnen auch gesagt habe, es gibt nichts Perfektes. So, aber grundsätzlich, und das werden Sie gleich sehen, ist die Anlage hier perfekt. Also die ist wunderbar aufgebaut, auch sauber, auch genügend Platz. Zur Umwälzleistung vielleicht, 60.000 Liter hat der Teich. Die Bruttopumpenleistung beträgt auch 60.000, aber da kriegen wir jetzt ohnehin durch Strömungswiderstände, durch alles, Rohrleitungswiderstände, kriegen wir ja nur ungefähr die Hälfte raus, also 30.000 Liter. Und dann hat der Kunde gefragt, ja, ich habe die Pumpen auf 70% laufen, geht das, funktioniert das? Dann habe ich gesagt, also ich würde sie eher zumindest im Winter auf 100% laufen lassen, weil das braucht natürlich schon, je höher die Umwälzgeschwindigkeit zwischen Teich und Filter, desto besser ist natürlich die mechanische Filterstufe, weil der Schmutz auch tatsächlich ankommt. Und zum anderen, der biologische Filter läuft auch entsprechend sehr viel besser, weil das Ammonium, das im Teich entsteht, den Bakterien sehr viel schneller angeboten wird. Aber auch hier, sage ich Ihnen, sind wir bei dem Teich bei 3 Kubikmeter für einen Fisch. Rede ich hier über ein Tuning
dass es nicht braucht, ja? Weil es im Prinzip heute alles läuft und alles funktioniert. Ich habe gesagt, und ich zeige es Ihnen gleich nochmal, das Wasser ist gut, aber es ist nicht perfekt. Also es ist jetzt nicht das Wasser, wo ich sagen würde, wuh, also die Begeisterung, wie ich für den Garten hier habe, habe ich momentan für das Wasser nicht. Ja, also da ist es, das ist gut und das ist klar und das würde wahrscheinlich von 90% aller Koi-Liebhaber die Ansprüche mehr als befriedigen, aber es geht einfach noch besser. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen dem Umstand geschuldet, das hat auch so diese tiefen Unschärfe, so wie es das in der Fotografie auch gibt, dass das Biofiltermaterial auch bewegt wird. Ja, das heißt, dass der Schmutz, der durch den Trommelfilter hindurchkommt, kann hier nicht sedimentieren und wird von Bakterien abgebaut, sondern, und ich wiederhole mich da gerne häufig, sondern wird da einfach noch weiter kleingeschreddert, geht zurück in den Teich. Und genau das kann die Tiefenunschärfe begründen oder verantworten. Und das hat die Erfahrung einfach auch gezeigt, dass Filter, die man dann von bewegt auf statisch umgestellt hat, dass die dann plötzlich diese Tiefen, diese Klarheit bekommen haben und auch diese ganz besondere Brillanz. Also das macht schon nochmal viel aus. Und das wäre das, was ich hier ändern würde, plus, dass ich die Pumpen auf 100% laufen lassen würde. Das wären die zwei Punkte, wo ich für mich jetzt sagen würde, das ist verbesserungswürdig, aber auch nicht unbedingt notwendig, weil, wie gesagt, die Anlage gut läuft. So, jetzt haben Sie mich lange genug gesehen. Jetzt sehen Sie mal wieder das, um was es eigentlich geht. Jetzt fangen wir gerade mal da hinten an. Wir haben hier hinten, sehen Sie, ist ein Skimmer. Und wenn Sie jetzt hier mal schauen, das Wasser ist schön, aber es hat so einen leicht milchig trüben Touch. Ja? Wie zum Beispiel, Sie sehen die zwei Fische da unten, die strahlen so. Ja, wenn das Wasser richtig brillant klar wäre, dann würden die im Licht nicht so strahlen. Das Strahlen kommt nur, weil das Weiß oder das Gelb strahlt ins Wasser raus und die ganz feinen Schmutzpartikel geben quasi, reflektieren wieder diesen Schmutz. Und wenn Wasser, ich zeige Ihnen das irgendwann mal an einem anderen Teich, wenn es wirklich perfekt klar ist, dann sehen Sie das nicht mehr. Also das ist eben diese Tiefenunschärfe. Aber ich habe schon sehr, 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 sehr viel schlechtere Wasser gesehen und ich habe vor allem schon unendlich viele Filter gesehen, die völlig verplant sind und bei weitem nicht das können und auch nicht leisten wie hier. Hier sehen wir dann die Zulaufkammer. Drei Bodenabläufe, drei Skimmer. Hier sind auch die UV-Lampen. Die UV-Lampenplatzierung würde ich auch noch ändern. Das ist eine in der Zulaufkammer. Zwei Tauch-UVC-Lampen, von den Dingern komme ich also völlig weg. Mit Recht. Dann geht es in den Trommelfilter hier rein. Auch schön, dass die gesamte Anlage ausschaltet, wenn man den Deckel aufmacht. Dann haben wir hier den Biofilter. Wie gesagt, mit bewegtem Material. 4 Kubikmeter übrigens, auch da merkt man, dass Jürgen Kirchner lange dabei ist. Wir haben hier mit 4 Kubikmeter, also über 5 und knapp unter 10% vom Teichvolumen als Biofiltervolumen. Hier sind dann die Pumpen, nass aufgestellt, großer Vorteil, langlebiger, weil besser gekühlt und vor allem leise, man hört sie nicht. Und dann hier oben hat man einen Sondenhalter, wahrscheinlich für irgendein IKS oder sonstiges Gerät für die Teichüberwachung. Jetzt krabbel ich auch mal noch darunter, in der Hoffnung, die Leiter steht. Bei meinem Glück tut sie das nicht. So, hier haben wir noch 2 Highblows, auch mustergültig. Ach, das ist die Kontrollgeschichte, Profilux Outdoor. Hier saubere Stromverteilung. Hier tropft es jetzt, weil die Anlage stillsteht. Da unten haben wir eine Entwässerung. Also hier auch alles picobello sauber, hier ordentliche Sauerstoffverteilung für Filter und wahrscheinlich auch Teich. Nicht nur wahrscheinlich, sondern hier geht es raus im Teich. Alles schön im Unterholz versteckt. In der Holzkonstruktion wollte ich sagen. Also eine picobello Filteranlage mit vielleicht kleinem Nachbesserungsbedarf, der aber sicherlich nicht eilig ist, weil der Teich 0,0 Probleme hat. Und jetzt dürfen Sie noch einmal die Gesamtanlage sehen. Auch, und das gehört vielleicht auch zur Filteranlage dazu, gehört mal erwähnt, wunderschön die 2 Terrassen, integriert, 2 verschiedene Höhen. Hier Sitzgelegenheit, Trommelfilter hat eine schöne Isolation drin. Habe gerade auch gefragt, ist er laut? Nee, ist er nicht. Und so kann man wirklich kunstvoll Filtertechnik verstecken, ohne dass es irgendjemand stört. So. Wir haben
30 Grad wegen da oben. Ne, wir haben mehr als 30 Grad. Mir brennt gerade der Planet weg. Und darum mache ich jetzt Schluss, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und schalten Sie wieder ein, wenn wir mal wieder ein Video hochschauen.